Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von DE Talk. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir hier live auf Sendung sind. Ich sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heiße alle herzlich willkommen, das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gemacht. Ich bin ein bisschen nervös, aber ich sage das nicht so laut. Ich bin ja nicht alleine hier. Ich will erstmal ganz schnell unser Team als auch unseren Gast heute vorstellen. Also, als allererstes ist erstmal der Gast dann. Ich begrüße recht herzlich in unserer heutigen Runde Doug Sprengel. Hi. Hallo und guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Jo, prima. Dann machen wir weiter mit Thomas. Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Chat, DE Talk. Okay, und last but not least, Norbert. Ja, hier ist der Zillertron und wenn ich irgendwas beizusteuern habe, bin ich gerne dabei. Jo, das ist gut zu wissen. Ja, letzte Woche war ja richtig geil, diese Woche auch. Wir machen erstmal einen kurzen Übersicht, was heute anliegt. Also unser Gast, wie gerade schon gesagt, ist Doug Sprengel vom Verband der E-Zigarettenhändler. Und neben dem Gast haben wir auch noch ein schönes oder zwei schöne Videos, die wir uns heute angucken, mit der Erlaubnis vom Velvet, vom Dirk. Die nehmen wir heute mit rein. Und am Ende der Sendung, ich muss mal hier auch mal einen Spickzettel gucken, am Ende der Sendung wollen wir noch mal einen kurzen Link geben zu der Umfrage von Dr. Fasilonus. Habe ich das richtig ausgesprochen? Nee, Fasanino. Fasalino, scheiße. Ja, da kommen wir später mal drauf zu. Und Norbert gibt uns heute noch ein kurzes Update, was in was in der EU heute los war. Heute waren zwei Abstimmungen. Ja? Das ist so ganz grob gesagt der Inhalt heute. Und wir legen jetzt einfach mal los, bla 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 bla. Doug, Ja. erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute. Sag mal bitte ganz kurz was zu deiner Person, weil der Name Doug Sprengel sagt vielleicht nicht jedem was. Kannst du Ja, dir ich vorstellen? bin 45 Jahre alt, habe Dampfe seit 5 Jahren ausschließlich. Man kennt mich vielleicht aus dem ERF, aus dem E-Rauchen-Forum als Kraut. Ich habe dort 2 Jahre moderiert. Seit gut 2 Jahren bin ich jetzt bei einem Händler angestellt. Also ich bin kein Selbstständiger, ich bin ein ganz normaler Angestellter, wie die meisten hier. Das ist eigentlich das zu meiner Person. Was möchtest du denn wissen? Hast du vorher, wo hast du genau vorher moderiert? Im ERF? Im ERF habe ich moderiert, genau. Okay. Ja, bei Kirsten. Ja. Okay, wusste ich gar nicht. Nee? Nö. Was hast du gesagt? Wie lange dauerst du? 5 Jahre? Ich bin jetzt fast 5 Jahre durch. Also im November sind es dann volle 5 Jahre. Wow. Also das war ein Tagesumstieg. Und das waren auch noch etwas andere Geräte damals. Bis auf Cosinus, den ich hier einfach nochmal so wie indirekt grüße, kenne ich keinen, der so lange dampft. Kirsten vielleicht. Bitte? Kirsten vielleicht. Smokey, Bulli. Das sind alles so Leute aus dem Jahr 2008. Gut. Ja, wie kamst du zum. Oder wie kamst du zum einen zum VDEH, zum Verband der E-Zigarettenhändler der Deutschen? Oder sag vielleicht erstmal allen, was dieser Verband überhaupt ist. Der Verband ist ein Zusammenschluss von deutschen Händlern, die versuchen, ein bisschen Grund in das ganze System reinzubringen, in diesen ziemlich unsortierten Handel. Die Gründung oder die Gründungsbestrebungen gehen zurück auf den Beginn des Jahres 2011, kann man sagen. Ich denke mal, gewünscht wurde es schon früher, aber die ersten Bestrebungen waren so Anfang 2011. Und Ende 2011 hat es dann endlich geklappt. Da haben wir erstmal die größten Dieben
in den Staat mit reingenommen. Die sind zur Hälfte schon nicht mehr dabei. In der Hoffnung, dass man das Ganze dann ein bisschen besser kontrollieren kann. Und er ist dann recht schnell gewachsen auf so etwa 100 Händler zurzeit. Und der Sinn der Gründung war eigentlich gar nicht so politisch, wie sich der Verband jetzt darstellt. Ursprünglich war es so, dass wir die Wünsche, die die Verbraucher haben und die Wünsche, die wir sind ja selbst auch Verbraucher. Es ist ja nicht so, dass wir nur Händler sind. Wir sind ja auch Verbraucher, wie man bei mir auch sehen kann. Dass wir halt Sicherheit in das Produkt reinbringen wollten, Einheit im Auftreten, Einheit in der Produktdarstellung. Und das Ganze wurde dann Ende 2011 überrollt von der unsäglichen Aussage von der Frau Steffens, wo das Ganze dann, Entschuldigung, schlagartig zu einem politischen Game wurde. Und wir, ich muss gestehen, 90% unserer Arbeit derzeit ist in der Tat politisch. Entschuldigung, das habe ich nie verstanden. 90% unserer Arbeit derzeit, also im Verband, ist derzeit politisch. Mhm. Das heißt also, diese ganzen Regelungen, die machen wir dann noch nebenbei, ne? Dass wir mit der IGIT abstimmen, wie die Verpackung aussehen soll, was draufstehen soll, was drin sein soll und so weiter. Mhm. Das heißt, ihr habt da eine Zusammenarbeit mit der IGED, ja? Na, soweit es möglich ist. Zusammenarbeit, wir arbeiten da, wo sich die Interessen treffen, da versuchen wir das vernünftig zu verbinden. Wir sprechen über Problematiken. Und es gibt natürlich immer Punkte, wo es keine Übereinkunft geben kann aus der Natur der Sache raus. Aber das sind dann halt Dinge, die lassen wir in dem Fall weg. Nichtsdestotrotz redet man über die Dinge, wo man Einigkeit bekommen muss. Und das ist einfach, ja, Zusammenarbeit ist vielleicht das beste Wort dafür, stimmt schon. Wobei das eigentlich so sehr brüderlich klingt. Und der Herr Florenz ist da ja sehr empfindlich und hat auch gesagt, also er möchte nicht, dass es da eine Verquickung gibt, und die gibt es auch nicht. Also Freunde sind wir nicht, obwohl wir uns schon ewig lange kennen, viele von uns. Mhm. Ich versuche mal kurz hier, sofern meine Technik das zulässt, kurz zu gucken, ob hier noch irgendwelche Probleme sind. Bevor wir weitermachen, ganz wichtig, Frage an Thomas, gibt es bis hierhin erstmal irgendein Punkt, der im Chat gefragt wurde? Nein, Chat ist momentan mit sich selber beschäftigt, beziehungsweise mit Soundproblemen. Okay, das müssen... Also ich kriege Feedback, dass es bei fast allen ohne Probleme geht, aber eine oder zwei Zuschauer haben Probleme, die finden wahrscheinlich nicht den Lautstärkeregler. Der ist, wenn man mit der Maus ins Videobild fährt, gibt es eine Leiste zum Lautstärke einstellen. Einfach da mal checken, ob der Regler auf Vollausschlag steht. Dann sollte es eigentlich gehen. Aber ansonsten sind keine Fragen jetzt zur Thematik, zu DAC speziell oder sonst wie aufgetaucht. Hm. Was hattest du vorhin gesagt, DAC? Wie viele Händler sind es? Also wie viele Händler sind im Moment da im Verband mit drin? Derzeit sind es knapp 100 und es waren schon mal über 100. Es sind einige rausgeflogen, weil sie sich einfach an die Satzung nicht halten wollten. Also zum Beispiel an die Nikotinobergrenze, die wir festgelegt hatten, oder an die Art und Weise, wie man vernünftig Geschäfte treibt. Mhm. Aber es sind auch einige pleite gegangen. Das muss man mal ganz klar sagen. Es sind also locker an die 20, 25 aus dem Verband. Einfach pleite gegangen über das Jahr 2012 hinweg. Mhm. Es wird auch noch weitere treffen, fürchte ich. Mhm. So wie es derzeit läuft. Ist das irgendwo regional begrenzt, mehr in Nordrhein-Westfalen? Nein, leider nicht. Das ist wirklich ein bundesweites Phänomen. Und diese Angstkampagne, die erfolgreich durchgeführt wurde, dass die E-Zigarette gefährlicher sei als die Tabakzigarette, die hat sich wirklich in den Köpfen der Leute festgesetzt. Dazu sind immer mehr auf den Markt raufgedrängt, weil es ja ein schnelles Geld verspricht. Und das hat dazu geführt, dass der Markt einfach ein bisschen zu voll ist zurzeit für die Zahl der Kunden, obwohl 2 Millionen eigentlich ausreichen sollten, um ganz viele Händler ernähren zu können. 500 sind bei der Zeit ungefähr in Deutschland. Mhm. Also wir sind noch an der Spitze in Europa,
Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lange so sein. Die anderen Länder holen jetzt auf, schnell. Das ist ja auch egal, wir müssen an die Spitze sein, finde ich, oder so. Also, nee. Nee, so darfst du das nicht verstehen, aber es ist halt ja. So, wir haben im Jahr 2011 hatten wir den Boom und da waren in anderen Ländern noch relativ wenig los. Die anderen Länder legen jetzt alle nach und bei uns bricht es so ein bisschen ein und das finde ich eigentlich bedauerlich. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gerade jetzt schon gesagt hast oder nicht. Ich frage einfach nochmal auf die Gefahr, dass du das schon erwähnt hattest. Gibt es, wenn das hier ein deutscher Verband ist, gibt es einen europäischen Gesamtverband oder sowas? Es gibt einen europäischen Dachverband, das ist die EK. Also ähnlich wie die ECA, nur halt mit einem C und zwei A's. Das ist die E-Cigarette Association Alliance. Da sind die Verbände selbst dann Mitglied und da sind die ganzen Kernstaaten vertreten. England ist leider im Januar ausgeschieden, wollte nicht mehr. Und die stärksten Nationen, was das Dampfen angeht, wo sich also schon Verbände organisiert haben, sind auch vertreten. Mhm. Da haben aber auch wir Deutschen den Vorsitz zurzeit. Mhm. Okay. Weil wir beschlossen haben, dass in jedem Jahresmeeting dann einfach mal neu zu bestimmen, wer es macht. Ich denke mal, da ist eine gesunde Rotation sinnvoll. Ja. Und der gleiche machen. Und wenn du da im Vorstand bist vom VDEH, ja. Was ist denn da genau deine Aufgabe? Meine Aufgabe ist der Leitindianer. Ich bin der Vorsitzende. Ich bin der im Grunde den Kopf für alles hinhält und versucht, das Ganze auch zu strukturieren und zu organisieren. Und habe aber auch ein ganz hervorragendes Team von Leuten, die helfen. Da ist also der Patrick Fleischer als zweiter Vorsitzender, der immer da ist, wenn ich mal nicht kann und mir auch Arbeit abnimmt. Dann haben wir den Andreas Kausch-Cipriani, das ist unser Schriftwart, der macht unheimlich viel Korrespondenz. Und wir haben den Luxus von zwei weiblichen Schatzmeisterinnen. Mhm. Ja, das ist was ganz Feines. Mhm. Wo trefft ihr euch, wenn ihr euch trefft? Immer irgendwie. Also, wenn sich der Vorstand trifft, ist das völlig unterschiedlich, je nachdem, wo Luft herrscht. Wir haben uns in Hamburg noch nie getroffen. Mhm. Die Verbandssitzungen finden meistens in Kassel statt, weil das einfach sehr zentral liegt und es dann für alle gleich weit ist. Außer für die Kasselaner natürlich, die haben es dann ganz nah. Mhm. Gut, bis hierhin vielleicht erstmal nochmal die Rückfrage an Thomas. Ja, eine Frage kam von Lilly. Ich lese einfach mal vor, was er geschrieben hat. Ja, Berg hat heute geschrieben, dass wenn die Staatsanwaltschaft durchkommt in Frankfurt, dass dann alle bis zum BGH gehen müssen. Warum? So ungefähr. Das ist ein Urteil mit sogenannter Pilotwirkung. Das bedeutet, wenn der Angeklagte, ich denke mal, die meisten von euch wissen, wer es ist, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt öffentlich nennen sollen oder dürfen. Wenn der jetzt verliert, dann hat dieses Urteil eine Signalwirkung. Zum einen für andere Länder, die sich gerade dann mit dem Gedanken tragen, ebenfalls gegen uns vorzugehen. Zum anderen wird dann die Staatsanwaltschaft Frankfurt natürlich gegen alle Händler, die irgendwie mal auffällig geworden sind, weil sie über Frankfurt importiert haben, sofort vorgehen. Und es wird zwar in jedem Fall eine Berufung erfolgen, also die Staatsanwaltschaft hat dies angekündigt im Falle der Niederlage und auch der Händler hat das angekündigt im Falle der Niederlage. Aber während diese Berufung läuft, werden dann schon wieder Maßnahmen gegen andere ergriffen werden und natürlich wird dann das Landgericht Frankfurt nach diesem ersten Urteil urteilen. Das heißt also, in der Zwischenzeit, bis die Berufung durch ist, werden alle Urteile gegen die Händler erfolgen und dann müssen diese Händler auch wiederum allesamt nach und nach wieder vor das BGH gehen. Okay. Reicht das soweit? Kurze Gegenfrage an Lilly im Chat. Thomas, kannst du uns noch kurz unterstützen? Sobald ich eine Antwort bekomme, okay, yes. Ich lese nur vor, was im Chat steht. Und da kam noch ein Danke für die Erklärung, ja. Okay. Von Küstenfeld. Gerne. Ist die Frage erstmal beantwortet, ja? Ja, denke schon.
Wenn was Neues kommt, melde ich mich. Ja, okay. Ich habe die angenehme Aufgabe, hier auf die Zeit zu achten. Das habt ihr ja letztes Mal schon gemerkt. Ja, du warst ja sehr scharf, ja. Wir wollten nicht überziehen, aber das haben wir, haben wir fast nicht geschafft. Ne? So, pass 30 auf. Minuten war auch echt arg eng. Hoffentlich, dass es heute mit 45 Minuten doch um einiges besser wird. Da sind wir etwas entspannter. Ich sage erstmal schönen Dank, Doug, bis hierhin. Es geht gleich weiter. Wir wollen jetzt mal kurz die Kurve kriegen, um die Sendung hier auch ein bisschen aufzulockern. Nicht nur im Optischen, auch im Inhaltlichen. Kam die Idee oder auch das Angebot von Velvet Cloudcom, von Dirk, dass wir Teile von seinen Videos zeigen können, wo es um die Dampfer-Lexikon-Serie geht. So will ich das mal ausdrücken. Ja. Und wir wollen uns einfach mal ein Video angucken von ihm zum Thema Dampferkanäle. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich muss jetzt einmal Schnipp machen und muss die Regie bitten. Video One. Can we see the video one? Ja, herzlich willkommen zum Dampflexikon. Heute geht es um den Begriff Dampfkanäle. Zu einem habt ihr jetzt schon gefunden. Wenn ihr auf YouTube aber weiter guckt, es gibt sehr viele Dampfer, die einen YouTube-Kanal haben. Und in erster Linie werden in diesen Kanälen politische Sachen unter anderem besprochen. Das heißt, wenn es irgendwelche Meldungen zur rechtlichen Lage der E-Zigarette gibt oder einfach auch zu Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel das kommende Dampfergrillen. Das ist sozusagen der größte Dampfertreff, den es geben wird in Deutschland. Da werden über 600 Dampfer erwartet. Messe, da wird sehr viele Videos geben. Die letzten politischen Videos waren zur Tabakrichtlinie. Es werden auch Zeitungsnachrichten aufgegriffen, die eventuell positiv oder halt einfach der Wahrheit entsprechen. Es gibt aber auch sehr viele Nachrichten, die leider Gottes nicht immer ganz stimmen und die werden sehr oft in den Kanälen aufgearbeitet. In erster Linie sind die Kanäle aber im Endeffekt so, um sein Hobby zu zeigen. Es werden Geräte gezeigt, die Geräte werden erklärt, es werden Tipps gegeben, eventuell auch Versuche, die der YouTuber vorgenommen hat, um eventuell das sein Dampfen für sich ein bisschen zu optimieren. Manchmal werden auch Versuche gezeigt, die man nicht einfach nur stumpf nachmachen sollte, sondern da gehört dann schon ein bisschen Wissen oder ein bisschen Erfahrung dazu. Deswegen sollte man da immer ein bisschen mehr gucken. Bei Technikreviews zu Geräten empfehle ich eigentlich grundsätzlich, das steht auch in meiner Beschreibung seit Anfang an drinne, guckt euch von einem Gerät, was ihr euch vielleicht kaufen wollt und über YouTube-Kanäle ein bisschen Informationen holt, guckt euch nicht nur ein Video dazu an, guckt euch eventuell mehr Videos dazu an, denn jeder YouTuber, jeder Dampfkanal hat so ein bisschen seine eigenen Vorlieben, hat seine eigene Meinung, die muss nicht immer mit euren zusammenkommen, also die müssen nicht übereinstimmen. Also, guckt einfach ein bisschen mehr in der breiten Landschaft der YouTube-Kanäle, der Dampfkanäle und ich wünsche viel Glück beim Aufhören. So, schönen Dank, Dirk, für die Erlaubnis, dass wir uns das hier angucken können. Mit der Technik bin ich noch nicht so ganz vertraut. Ich hoffe, ich habe gerade nicht dazwischen gequasselt. Wenn ja, sorry. Das mag für den einen oder anderen vielleicht interessant sein, zumindest, aber denke ich mir für alle hier lockert das die Sache so einigermaßen auf. Bevor wir eine kleine Unterbrechung machen, oder die machen wir jetzt einfach, ich krieg grad nicht die Kurve.
Wir machen jetzt ein kurzes Break und nach dem Break sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Okay. Doug, wie sieht das aus? Wie positioniert sich der VDEH zu den Sachen, die innerhalb Deutschlands angehen? Ich meine, das ist mehr so die politische Seite, als auch gerade die EU-Seite. Ja, wir haben, wir waren ja die Ersten, die zum Stakeholder-Meeting seinerzeit eingeladen waren, haben auch dann die IGIT mit reingebracht. Und das hat sich auch als wirklich guter Schritt erwiesen, weil es hat sich herausgestellt, dass wir als Gewerbliche uns gar nicht so gut dort vertreten können, weil wir automatisch Lobbyisten sind. Also ich bin, falls du mich mal anredest, ne, mein Titel ist Lobbyist jetzt geworden. Damit stehen wir gar nicht so gut da bei der EU. Unsere Position ist natürlich die gleiche, die wir im Forum auch vertreten, dass wir das Produkt so frei wie möglich haben wollen. Allerdings sagen wir auch ganz klar, bevor es zu einer Überregulierung kommt, sei es als Lebensmittel oder als Medikament, dann ziehen wir die Klassifizierung als Tabakprodukt vor. Denn der einzige Nachteil, den der Verbraucher hätte, oder der größte Nachteil, den der Verbraucher hätte, wäre die Tabaksteuer oder die Nikotinsteuer, und die kommt so oder so. Und der größte Nachteil für den Handel wäre ein Werbeverbot, und auch das wird so oder so kommen. Das gilt allerdings nur, wenn es in Aussicht steht, es als Medizinprodukt einzuordnen, oder aber die Lebensmittelregulierung in einer Art und Weise, wie sie derzeit im Amendment 1250 vorgesehen ist, so schnurgerade durchgezogen wird. Denn das ist schlechter als eine Tabakregulierung. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. In Deutschland ist es so, dass jedes Kaff, jeder Bezirksregent seine eigenen Regeln aufstellt. Also jedes Bundesland hat eine andere Idee, wie es eingestuft werden soll, genauso wie jede Partei. Wobei ich auch sagen muss, die Bundesparteien sind teilweise noch anders als die Länderparteien innerhalb der eigenen Partei. Und wir kämpfen im Grunde im Augenblick gegen 16 Regierungen, die alle auf ihre Art und Weise die E-Zigarette am liebsten wegregulieren möchten. Denn so eine Art neue Droge ist eigentlich von keinem gewollt. Und denen klarzumachen, dass sie dort Riesenchancen einfach verbrennen lassen, ist äußerst schwer, weil die sehen das alles aus der Nichtraucherbrille. Ich kann die Leute sogar teilweise verstehen, aber aus Sicht eines Rauchers oder aus Sicht eines Humanisten sind das ganz, ganz krasse Fehlentscheidungen, die da gerade laufen. Gerade in Hessen, gerade in NRW, das sind ganz üble Sachen, die da laufen. Und die SPD hat ja in ihrem Wahlprüfstein ganz klar gesagt, für uns ist die E-Zigarette ein Medikament. Das kommt ja einem Wegsperren gleich. Und da die meisten Länder SPD-regiert sind, kommt da noch bestimmt einiges auf uns zu, solange die EU da nicht mal ein Machtwort spricht. Und danach sieht es im Augenblick leider nicht aus. Mhm. War das kurz genug? Das war schon sehr konzentriert. Also so viel Zeit haben wir, Gott sei Dank. Ja. Wunderbar. Ja. Das war jetzt eine Menge Stuff. Frage an Thomas. Was sagt der Chat dazu? Gab es dazu Fragen? Nein. Ich hatte gerade nochmal das Angebot, Fragen zu stellen, reingeschrieben, aber bis jetzt kam noch nichts.
Sorge, im Chat geht einfach auch darum, kein Internet-Sales demnächst und so. Naja, dieses Dampfverbot in Nichtraucherzonen, also, ja. Das sind so die Punkte, um die sich, glaube ich, ja, um die auch ich mich selber persönlich am meisten da sorge. Kann ich noch was zu erzählen? Das Dampfverbot in Nichtraucherzonen ist prinzipiell ungesetzlich. Wir versuchen gerade händeringend an die entsprechenden Schreiben der Ordnungsämter zu kommen. Die sind überwiegend, zumindest im Kreis Borken, an die Gastwirte gegangen. Wenn wir so ein Schreiben haben, dann können wir mit einem Dampfer und einem Gastwirt eine Grundsatzfeststellungsklage vornehmen. Wir hatten schon Angebote aus Köln, da ist leider ein bisschen Ruhe eingekehrt und wir wollen es wirklich schnell machen, bevor sich das Ganze festigt. Es ist also, wie gesagt, mit dem Nichtraucherschutz ist das nicht zu erklären. Man könnte natürlich so eine Art Anscheinswaffengesetz, wie es beim Waffengesetz das schon gibt, also alles, was so ähnlich aussieht wie Waffen, ist ja verboten. Das könnte man höchstwahrscheinlich, oder nicht höchstwahrscheinlich, sondern möglicherweise auch in Deutschland einbürgern, dass gesagt wird, alles, was aussieht wie Rauchen, ist Rauchen. Allerdings ist das auch wieder eine saublöde Idee, die einfach kontraproduktiv ist. Und da muss man sich echt fragen, wo die Leute ihr Gehirn gelassen haben. Die erste Frage, das ist immer das Problem mit den zwei Fragen, wenn man sich in einen Teil reinsteigert. Den ersten Teil der Frage habe ich schon wieder vergessen bei den Chats. Kannst du das nochmal sagen, bitte? Der zweite Punkt waren die Internet-Sales. Die Internet-Sales. Die plant ja die EU auf die Länder zu begrenzen. Das heißt, ein Cross-Border-Internet-Selling ist dann verboten. Das bringt im Grunde eigentlich gar nichts, weil die großen Firmen, die machen dann in jedem Land eine Filiale auf und machen das dann dort intern. Die kleinen Händler müssen wieder darunter leiden, wie üblich. Das ist auch wieder ohne Sinn und Verstand, denn es gibt eigentlich keine Grenzen in der EU. Die werden jetzt gerade künstlich wieder gezogen. Das ist alles ein Schwachsinn sondergleichen und ein Versuch einer Regulierungswut, um ein Produkt kurz zu halten, was in deren Augen einfach potenziell gefährlich sein könnte, möglicherweise vielleicht. Ja? Dass es aber gegen ein Produkt antritt, was definitiv gefährlich ist, das sieht wieder keiner. Das ist, wie gesagt, wirklich sehr kurzsichtig. Ja. Ich finde es auch heftig, dass man da jetzt in Zeiten von Schengen-Abkommen und so weiter wegen der E-Zigaretten das Ganze wieder in den Haufen schmeißt und irgendwelche Grenzen hochzieht. Ich meine, wir leben 2013, haben die EU seit ein paar Jahrzehnten, haben mittlerweile offene Grenzen und auf einmal geht der Prohibitionismus wieder los. Ja, genau. Also es ist unfassbar. Ich frage mal, Doug, nochmal direkt, wenn du die Probleme oder die Problematik so schilderst, was ist deine Sichtweise, wie die Händler zum einen, aber auch wir Dampfer als Konsumenten, wie wir uns dem gegenüber aufstellen sollten? Was ist deine persönliche Sichtweise da? Ja, das ist auch inzwischen schon eine gelebte Erfahrung. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Händler zwar mit einer großen Fresse antreten können, Entschuldigung für das klare Deutsch, aber bei uns immer ganz klar unterstellt wird und natürlich auch irgendwo zu Recht, dass wir ein wirtschaftliches Interesse haben. Der Verbraucher als Bürger, der hat die Möglichkeit zu demonstrieren oder auch zu demonstrieren, was seine Meinung ist. Dazu muss man nicht zwingend auf die Straße gehen. Die ganzen Social Networks bieten unheimlich viele Möglichkeiten. Mailverkehr ist sehr wichtig, Postverkehr ist sehr wichtig. Schreibt eure Abgeordneten an, sagt ihnen, was ihr wollt. Das ist euer Recht, die Leute arbeiten für euch, nicht umgekehrt. Das sind keine Könige durch Geburt, das sind eigentlich vom Volk gewählte Menschen, die vom Volk bezahlt werden für ihre Arbeit und das Volk seid ihr. Wir sind auch das Volk, aber wir stehen natürlich ein bisschen blöde da, weil wir auch noch Geld damit verdienen. Und wir führen unseren Kampf an den Stellen, wo wir können. Wir unterstützen auch Universitäten, klinische Studien zu starten. Wir informieren. Wir gehen natürlich auch die MEPs an, ganz klar, und auch unsere Abgeordneten in Deutschland. Nur wie gesagt, uns unterstellt man zu Recht, dass wir natürlich auch wirtschaftliches Interesse haben. Das kann man bei euch einfach nicht machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch auf die Hinterbeine stellt und ganz laut sagt, wir wollen unser Recht, wir haben Freiheiten, wir haben Rechte, die verlangen wir, die stehen uns zu. Macht euren Job ordentlich da in Brüssel und in Berlin. Also da können wir nochmal zusammen das wiederholen, was wir letztes Mal schon gesagt haben oder versucht haben, ganz eindringlich zu sagen.
Das werden wir wahrscheinlich irgendwie jede Sendung hier sagen. Nicht um euch zu langweilen, sondern einfach die Aufforderung und die Motivation und die Notwendigkeit auch, an der Stelle die EU-Parlamentarier in Deutschland als auch die direkt, die in Brüssel sitzen, direkt anzuschreiben, damit die wissen, um was es geht, damit die wissen, was unsere Interessen sind. Das ist wohl die mächtigste Stimme oder das Mächtigste, was man als Dampfer dort tun kann. Wenn ich das ergänzen darf, ja, bitte. Es hat ja schon was gebracht und es muss noch fortgeführt werden. Die Tatsache, dass die Politiker überhaupt jemanden gefragt haben, also den VDH, die IGIT und so weiter, lag daran, dass der Aufruf in den Foren halt wirklich durchgedrungen ist und die Politiker angeschrieben wurden. Hm. Ich wurde dort eingeladen, weil ich halt den Schnichels direkt beim DKFZ-Meeting in Heidelberg angeschnackt habe und gesagt habe, ich will mit euch reden und habe dann auch mit anderen Leuten geredet, habe mit der Frau Pötschke-Langer geredet und habe mich da halt reingedrängt. Deshalb wurde ich eingeladen, aber dass die Verbraucher überhaupt gehört wurden, das lag zu einem ganz großen Teil daran, dass sie sich lautstark bemerkbar gemacht haben. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es hat was gebracht, es wird weiterhin was bringen. Es hat in den ganzen Amendments schon Änderungen zugunsten von uns gebracht, also jetzt in der 1250 beispielsweise. Mhm. Ne? Mhm. Und eure Frage nach den Compromise-Dingern kann ich auch mal ganz kurz beantworten. Mir liegt nämlich gerade eins vor, das aus England kommt, was dem Clive Bates schon vorgelegt wurde, was er angeblich abgenickt hat. Ich warte dann auch auf eine Rückmeldung. Das ist ein sogenanntes Compromise-Statement, wo ein bestehender Vorschlag ganz leicht abgewandelt wird, dass er ein bisschen besser passt, aber in den Grundzügen noch erhalten ist. Also so ein Compromise-Vorschlag zur 1250 liegt mir vor. Und das sind Sachen, die nicht von den MEPs eingebracht oder die in diesem Fall nicht von den MEPs eingebracht wurden, sondern von externen, in diesem Fall von den englischen Usern. Und das Gleiche steht uns auch zu. Bis zum 10. Juli können wir die Envy-Vorschläge als Compromise-Amendment mit einreichen. Und was für euch ganz wichtig ist, das gewichtigste Wort bei der ganzen Nummer hat die Envy, an zweiter Stelle ist die Jury. Und dann kommen erst diese ganzen Fuzzis vom Agrarverein, vom Transportwesen und so weiter, die eigentlich zur E-Zigarette gar nicht so viel zu sagen hätten. Gut, damit sprichst du die einzelnen Ausschüsse an, ja, die in der EU vertreten sind, ne? Und der Envy-Ausschuss, Envy ist die Abkürzung einfach für den Ausschuss, der sich um die Gesundheit und um die Verbraucherschutzsachen als auch Lebensmittelsachen kümmert. Ich habe jetzt die wortwörtliche Übersetzung gerade nicht hier, aber inhaltlich. Ja. Aber das finde ich ermutigend. Also das wusste ich auch noch nicht so, dass so ein Kompromiss, kann man das so sagen, ne? Das ist ein Kompromiss. Also es ist nicht was völlig Neues, was gänzlich Neues, sondern es ist eine Basis, als Basis eins dieser Amendments, wie zum Beispiel die 1250 von der McEwen. Und dort wird halt die Basis anerkannt und man sagt, Mensch, hier kann man noch ein bisschen und da kann man noch ein bisschen und dann wird das Ganze schon viel verträglicher. Ja, finde ich auch ermutigend, wusste ich auch noch nicht, dass das heraus so angenommen wurde. Die Frage ist halt, ob es durchgeht. Ne? Das ist bei der EU ja bekanntermaßen immer nicht so ganz sicher. Und deshalb, das ist das Ermutigende für uns alle. Falls die wirklich richtigen Bockmist bauen, uns steht immer noch der Klageweg offen. Also wenn die so wie die MHRA jetzt den Medizinweg eingehen, dann haben sie ein echtes Problem. Das geht nicht. Gut, soweit muss, also darauf würde ich mich gar nicht erstützen auf die Klage, weil. Das ist ein Airbag, ja. Ja. Also soweit würde ich es gar nicht erst kommen lassen wollen, wenn es eben geht. Thomas, oder ich will erstmal, wir müssen langsam wieder auf die Zeit achten. I'm sorry, ich bin ja der Time-Man. Scheiße. Was sagt denn der Chat noch? Es war eine lange Rede von Doug. Gab es irgendwas im Chat? Habe ich jetzt keinen Ton? Thomas? Ja, aus dem Chat kommen jetzt, da kamen jetzt keine neuen Fragen mehr dazu. Allerdings hätte ich jetzt kurz eine Frage dafür. Ja, wie funktioniert das? Wie bringe ich oder was muss ich machen, um so einen Kompromiss einzubringen? Wenn du dich auf die 1250 berufst, und ich denke mal, das ist eigentlich die interessanteste bei dem Ganzen,
dann kannst du die per Mail oder, ja, ich würde auch Mail nehmen, direkt an Linda McEwan schicken oder, was einfacher ist, an Karl-Heinz Florenz und als CC vielleicht an Peter Liese und Herrn Grote. Am besten immer an alle vier gleichzeitig, dann hat es auf jeden Fall einer von den Sekretärinnen dort gesehen und reicht es auch weiter. Das waren jetzt Namen von den Envy-Mitgliedern? Das waren die wichtigsten Envy-Mitglieder, genau. Und diese Namen samt E-Mail-Adressen, die sollten wir bitte ins deutsche DE-Talk-Forum reinschreiben, damit das nicht verloren geht im Anschluss an die Sendung. Wahrscheinlich wissen auch einige, wo sie sie sonst herkriegen, aber das machen wir einfach, dass wir dann die Namen und die E-Mail-Adressen bitte dann nochmal reinschreiben, um da einen Kompromissvorschlag zu adressieren. Okay? Thomas? Ja, das wird erledigt. Linkliste kommt kurz nach der Sendung dann in die Foren, also ins ERF und ins DE Talk Forum, also Webadress.de Talk Sektion Forum. Das heißt also, ich kann einfach selber einen Kompromissvorschlag schreiben und den an die E-Mail-Adressen von den gerade eben genannten weiterleiten. Ganz genau. Ideal ist natürlich, wenn auch ein paar Leute das unterstützen. Also top ist es, wenn eine Firma mit einsteigt, im Grunde eine größere, also eine bekanntere wäre da ideal. Wenn ein Wissenschaftler dabei ist, nicht unbedingt einer, der für die Tabakindustrie, also der dafür bekannt ist, für die Tabakindustrie zu arbeiten, denn wir werden mit denen in einen Topf geschmissen, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wenn vielleicht noch irgendwelche Persönlichkeiten dabei sind, die das einfach mitzeichnen oder das unterstützen, das ist natürlich der Idealfall. Ja? Oder die wird beispielsweise, ich werde diesen Vorschlag, der mir von über die englische Seite vorgelegt wurde, werde ich auch an die IG checken und werde um ihre Meinung bitten und diesen Second-Vorschlag, also diesen Vorschlag, das zu unterstützen, mit dazu schreiben. Gut, das eröffnet sich eine komplett neue Option für mich, weil mir das noch gar nicht bekannt war. Ich wusste bis jetzt halt bloß über direktes Anschreiben, E-Mails, in denen ich halt schilder, dass es mir mit der E-Zigarette besser geht und dass ich möchte, dass es halt weiterhin so, wie es jetzt läuft, das brauchen wir weiterhin. Weitergeht. Aber das mit den Amendments, mit diesen Compromises, das war mir jetzt neu. Das finde ich eine super tolle Idee. Ja, euer Wille ist aber auch extrem wichtig. Das müsst ihr weiter, da dürft ihr nicht nachlassen. Also das ist auch wichtig zu schreiben, dass ihr Freiheiten habt und dass ihr die auch leben wollt. Ja, klar. Okay, ich schließe mich dem an. Vielen Dank. Vielleicht können wir es bis hierhin erstmal beruhen lassen nicht, aber hier erstmal kurz unterbrechen nochmal, weil jetzt käme der zweite Teil von einem Video vom Dampferlexikon, vom Velvet, und da möchte ich bitten, Video 2 einfach bitte abzuspielen. Herzlich willkommen zum Dampflexikon. Heute geht es um den Begriff Flash oder wie die Amerikaner es bezeichnen, Throat Hit. Der Throat Hit, der Flash, beschreibt im Endeffekt das Gefühl, der Druck auf die Lunge, das leicht kratzige, was man hat, was man von der Pyro her kannte, und wird in erster Linie durch das Nikotin beeinflusst oder auch hervorgerufen. Ein höherer Nikotinanteil im Liquid verstärkt den Flash auch. Es gibt aber auch noch weitere Parameter, die den Throat Hit beeinflussen können, wie zum Beispiel die Wahl des Verdampfers, die Höhe der Voltzahl oder Wattzahl, mit der man seinen Verdampfer betreibt, und viele Dampfer testen auch, wenn sie mit dem Nikotin ein bisschen runtergehen, mit welchen Methoden sie dann den Flash allerdings auf demselben Level halten können, ohne weiterhin die hohen Milligrammzahlen des Nikotins zu sich zu nehmen. Okay.
Okay, danke nochmal an Velvet für dieses Video. Was auch noch wichtig ist, heute waren Abstimmungen zu den Änderungsvorschlägen in den einzelnen oder in zwei der Ausschüsse. Norbert, vielleicht könntest du nochmal gerade kurz zusammenfassen, wenn es möglich ist, was da heute war. Ja, also da war einmal die Abstimmung im IMCO-Ausschuss. Mhm. Das ist da wurden dann diverse Sachen angenommen, zum Beispiel Verbot für grenzüberschreitenden Versandhandel, ein Amendment. Mhm. Und ansonsten ja, wurden über die ganzen Amendments bezüglich Artikel 18, was uns direkt betrifft, nicht abgestimmt, sondern über ein Kompromiss-Amendment 13. Da habe ich leider keine Informationen. Es wurde angenommen, aber was da genau drin steht, weiß ich leider nicht. Okay. Beim Inter sah es so ähnlich aus. Da wurde dann das Verbot des Verkaufs übers Internet, also komplettes Verbot, abgelehnt. Okay. Während auch der grenzüberschreitende Verkauf angenommen wurde. Mhm. Und dann auch wieder jede Menge Kompromiss-Amendments, von denen ich wieder nicht weiß, was da genau drin steht. Ja, es ist auch nicht so einfach, glaube ich, in der Kürze der Zeit das so schnell auszuwerten, dass man sich ein Bild davon machen kann, was das für uns heißt, beziehungsweise was da überhaupt abgestimmt wurde, weil es war ja heute Nachmittag teilweise erst. Ne? Ja, und aber das war ja noch nicht alles, morgen geht's weiter. Und morgen ist dann einmal eine Abstimmung im Agri dran, das ist Landwirtschaftsausschuss. Mhm. Da haben wir ehrlich gesagt überhaupt nichts zu erwarten, weil also alles, was da bisher an Amendments drin steht, ist ziemlich prohibitionistisch. Dafür, ziemlich zeitgleich, läuft auch ebenfalls so gegen 15 Uhr deutsche Zeit im Juryausschuss eine Diskussion über die Änderungsanträge. Und bis auf einen, der eine Kopie von dem 1250 ist, ist eigentlich alles ganz vernünftig im Juryausschuss. Okay. Und am Schönen Donnerstag gibt es nochmal eine Abstimmung. Sorry? Am Donnerstag gibt es dann nochmal eine Abstimmung, ja. Und zwar im ITRE. Mhm. Gut. Danke für die News, für die frischen News an dieser Stelle. Wir wollten auch noch mal bitte auf eine Umfrage aufmerksam machen. Ich versuche das mal ganz schnell, solange die Zeit da noch mitspielt, das zu zeigen, indem ich meinen Screen hier freigebe. Mein Gott, das ist immer so ein Gedödel hier. Ja, ich habe gerade noch eine Frage aus dem Chat bekommen, und zwar von Willi. Kam die Frage, kann in diesen Kompromiss-Amendments, an die vier, die Kraut erwähnt hat, auch die komplette Herausnahme verlangt werden? Naja, zu teilen. Das heißt, du kannst jetzt nicht ein Kompromiss-Amendment zum 1250 machen und sagen, das komplette 1250-Amendment soll raus. Aber man kann natürlich sagen, man schlägt vor, einzelne Positionen herauszustreichen. Es macht natürlich Sinn, das Ganze so, Kompromiss bedeutet ja, dass man auch irgendwas anbietet dafür. Das heißt, wenn ich irgendwas rausstreiche, dann sollte ich erklären, warum. Es sollte Sinn ergeben. Und möglicherweise sollte ich etwas anderes dafür anbieten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel GMP, Good Manufacturing Practice, raushaben will, sollte ich eine alternative Kontrollmöglichkeit für eine gute Herstellungspraxis anbieten. Ansonsten ist es sehr unwahrscheinlich, dass es durchkommt. Okay. Frage soweit beantwortet? Okay. Ich denke schon, ja. Ja. Wenn noch was kommt, melde ich mich, klar. Gut. Okay, ja, kam nur an, danke noch. Okay, ja. Wird wohl ausführlich genug gewesen sein. Gut, ich sage auch nochmal danke für die Frage, weil uns das so wichtig ist, dass wir hier einen Dialog führen. Wir verweisen bitteschön im Forum auf die Umfrage von dem Dr. Fasalinos, wo wir alle bitten, da einfach mitzumachen. Guckt euch das bitte einfach mal an und macht damit, das ist sehr wichtig. Die Zeit ist jetzt leider
knapp und wir wollen pünktlich enden. Ich sage erstmal an allererster Stelle sehr, 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 sehr herzlichen Dank, Dax, dass du uns heute Abend zur Verfügung standst. Relativ kurzfristig alles, aber ich fand es sehr bereichernd, dass du heute bei uns hier in der zweiten Episode mit dabei bist. Ja, schönen Dank sehr, dafür. Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Das war mir eine Ehre und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Gut. Kurzes Schlusswort in 2 Sekunden von Norbert und Thomas bitte noch. Das übliche Schlusswort. Leute, schreibt eure Abgeordneten an. Es ist noch nicht zu spät. Im Gegenteil, jetzt müssen wir handeln, damit die Abstimmungen im IMCO und vor allem im ENVI zu unseren Gunsten ausfallen. Wenn die es nicht mitkriegen, dass hier draußen besorgte Bürger sind, dann werden sie es einfach nur abnicken. Sie müssen wissen, wir brauchen sie. Und wir haben Probleme, die sie lösen können. Okay, danke. Und Thomas, bitte auch nochmal hin. Ja, ich wollte mich auch erstmal bei Doug bedanken dafür, dass er so spontan bei uns aufgetaucht ist. Können wir auch gerne nochmal wiederholen, fand ich sehr interessant. Ja. Hat mir neue Perspektiven eröffnet mit dem Kompromiss. Und ja, ich kann auch nur das wiederholen, was gerade eben Zillertron gesagt hat. Ja. Schreibt eure Abgeordneten an. Das sind Leute, die arbeiten für euch und nicht so, wie es ausschaut, ist wir für sie. Ja. Die sollten eigentlich unsere Arbeit machen oder für uns arbeiten und wir sollten ihnen dann auch sagen, was sie machen sollen. Deswegen schreibt sie an, nutzt E-Mail, Abgeordnetenwatch. Ja. Gut, okay. Ich versuche mal jetzt hier das Ende der heutigen Episode zu finden. Ich bedanke mich bei allen, die zuschauen und die sich das später noch angucken. Schließe mich den beiden Wünschen meiner 3 Vorrednern an. Sag nochmal schönen Dank und sag Tschüss bis zur nächsten Ausgabe. Euer DE Talk Team. Tschüss. Yes.